Get strong. Hallo zusammen, hier ist der Werner vom IAC. Heute habe ich Let's Dive Gronau zu Gast. Zwei reizende junge Damen, die sich jetzt sehr gerne vorstellen dürfen. Hallo, ja. Ihr beiden. Hallo Werner, grüß dich. Ich bin Annika Siebert, bin Geschäftsführerin von Let's Dive. Hallo, Tali hier. Ich bin Tauchlehrerin bei Annika. Let's Dive Gronau, was kann ich mir darunter vorstellen als Unbedarfter? Ich bin ja eh nur der Freitaucher. Ich habe vom Scuba-Tauchen ja nicht mehr so die Ahnung wie früher mal. Erzählt mal, was macht ihr so? Wer seid ihr, was macht ihr? Also Let's Dive gibt es jetzt in der 5. Saison. Was machen wir so? Wir bilden aus nach IAC-Standards und CIMAS. Wir bilden vom Beginner bis zum Tauchlehrer tatsächlich aus. Du kannst bei uns alle Specialties erwerben. Mein Steckenpferd ist das Handicap-Tauchen, also Tauchen für Betroffene, Therapietauchen. Und wir haben vor 2 Jahren noch das Mermaiding mit ins Programm genommen. Da sind wir auch recht erfolgreich, durften schon Fotoshootings mit Magic Tail machen im Tauchturm in Siegburg. Da sind meine Mädels ganz, ganz stolz drauf. Ja, und wie gesagt, 5 Jahre machen wir das jetzt und sind da eigentlich sehr erfolgreich. Ja, genau. Okay. Ich habe mir die Freiheit erlaubt, euch ein ganz klein wenig auf eurer Webseite in den sozialen Medien zu stalken als Vorbereitung für das Gespräch. Ihr habt auch einen eigenen See, in dem ihr direkt ausbildet oder zumindest den Zugang zu einem See. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir haben einen eigenen See, der ist auch nicht weit weg von uns. Da machen wir eigene Events, können wir da stattfinden lassen. Da bilden wir auch drin aus. Jede freie Minute springen wir da rein. Das ist eben der Vorteil, einen eigenen See zu haben. Ja, das ist schon ein Luxusproblem, würde ich fast sagen. Ja, zumal wir ja auch einen Club haben und unsere Clubmitglieder wirklich tagtäglich diesen See benutzen dürfen. Das ist also in der Clubmitgliedschaft mit drin. Wir geben auch Tageskarten natürlich raus für Besucher. Das ist auch kein Problem. Man zahlt dann seinen Obolus hier bei uns im Bootshaus. Das ist unser Geschäft. Wir haben ja auch ein Tauchsportfachgeschäft dabei. Eine Füllanlage, leider nicht am See, sondern hier in Gronau. Aber das wird eigentlich in den letzten Jahren sehr gut angenommen. Ja. Und dadurch, dass man eine Tageskarte bezahlt, kann man eigentlich so viel tauchen gehen, wie man möchte. Und das ist immer ganz, ganz familiär und ganz entspannt bei uns. Ja, und die Clubmitglieder lieben das sowieso. Ja. Clubmitglieder ist es so ein Rundum-Paket, Sorglos-Paket für die, wenn mit Familie, mit Kindern, ja, brauchen sich nicht groß kümmern oder nicht groß Gedanken machen, werden an die Hand genommen. Ja. Ja, also auch wenn Eltern tauchen gehen möchten mit ihren Kindern und haben keine Begleitung, übernehmen wir das eigentlich immer sehr gerne, weil uns ist Nachwuchs wichtig. Und ich cruise dann ganz gerne mit den Kindern durch den See, spiele mit den Stören. Die Kinder dürfen die Störe dann auch gerne mal füttern. Und das machen wir eigentlich seit Jahren auch mit viel Spaß und ja, familiär halt. Es ist sehr familiär bei uns, ja, kann man so sagen. Okay, spannend. Das habe ich auf der Webseite nicht finden können. Wie groß ist euer Club, wenn ich fragen darf? Kann ich mir das wie ein Verein vorstellen oder ist das mehr so dieses klassische Clubkonzept? Ich zahle zwar Mitgliedsbeitrag wie in einem Verein, aber es ist kein wirklicher Verein, sondern ich nehme nur Clubleistungen in Anspruch. Ja, also wir haben wirklich einen Club und kein Verein. Das heißt nicht so das Flossentraining und alle jetzt hier, ihr müsst antreten, sondern klar machen wir Trainingseinheiten im Hallenbad oder in den Hallenbädern. Wir sind in mehreren Hallenbädern hier im Umkreis seit Jahren unterwegs. Auch da kann man zum Training kommen oder auch Equipment testen, das ist überhaupt gar kein Problem. Was wir im Club machen, ist, dass wir uns am Wochenende treffen, gemütlichen Tag am See verbringen, wie gesagt, dieses Kind, die Kinder betreuen von den Eltern, dass die Eltern tauchen gehen können oder wir halt auch zusammen gehen können. Es ist eigentlich locker. Ich sehe den Club auch oft ein bisschen als Flat an. Man hat die Luft umsonst, man hat den See umsonst, man hat Revisionen, Vergünstigungen, bei uns in der Werkstatt Vergünstigungen.
Prozente bei, beim Einkauf, wenn man jetzt Equipment braucht, hat viele Vorteile. Dann habe ich einen Kollegen in Essen, der die alleinige Erlaubnis hat, die Ruhr zu betauchen. Auch da darf man als Clubmitglied von Let's Dive mit uns und man muss aber mindestens ein AOWD haben, mit uns dort tauchen gehen. Ja, was machen wir? Hemmoor, also diese klassischen Sachen, Tauchurlaube, die ganzen Events. Ja. Wow, eine Fülle an Möglichkeiten. Ihr Lieben, wir sind leider schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Zusammenfassend kann man sagen, wenn man tauchen lernen möchte, vom Beginner zum Profi, wenn man sich für Mermaiding oder fürs Handicap-Tauchen oder für super spannende Destinationen interessiert, ist man bei euch genau richtig. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und vielleicht klappt es ja mit unserem Freediving-Kurs dann im Dezember. Ja, das hoffe ich doch ganz, ganz toll. Super, Dankeschön, Vera. Dankeschön. Be strong.